Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute... Ah, fuck, nein! Das sollte ich eigentlich rausschneiden. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, der Leader von den Zombie Cowboys ist wieder hier in GTA 5 online und wir gehen heute mal in die wunderschöne Luft. Genau. Und die Luft, ja, da gehe ich gerne hin, weil ich viel Geld ausgegeben habe, viele 100.000 GTA-Dollar, um eben, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und wir haben eigentlich hier alles. Chris, Kanzi, Mega Brian, Freiwild. Hier, ja, ihr kennt euch ja alle hier. Zack, 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 zack. Moin, moin. Zack, 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 zack. Okay, das waren alle. So, wen haben wir noch? Was wollte ich denn sagen? Genau, wir gehen in die Luft rein, weil ich mein ganzes Geld in fast nur in Autos investiert habe. Kleiner Beweis, nicht, dass es heißt, dass ich hier wieder Lügengeschichten erzähle. Nein, nein, nein. Schamal besitze ich bei Nacht 100, Vellum, Stretch, Besserer, Dodo. Yes. Perfekt. Zombie Cowboys. Wir bängen alle weg. So. Der Bänger geht jetzt mal in das Helikopter rein. Und wir gehen heute mal... Nein, wir gehen nicht irgendwo hin. Wir springen irgendwo ab. Und zwar habe ich wieder was Cooles vor. Und ihr seht ja diese Brücke hier. So. Man könnte jetzt natürlich sagen, gut. Ich lande auf der Brücke. Klingt natürlich toll. Ja, schön. Aber was ist das Besondere daran? Ich meine, ihr guckt ja nicht ein Video an, weil ich hier die ganze Zeit laber. Nein. Wir gehen jetzt ein bisschen höher. Ich steige jetzt noch ein bisschen mit dem Helikopter hoch. Und werde dann durch dieses Loch hier, was in dieser Brücke ist, kann ich eigentlich mal zeigen. Hier, Achtung, guckt auf dieses komische Ding hier. Ja, hier, ja, genau hier, da werde ich durchfliegen, ohne den Fallschirm zu öffnen. Klingt unmöglich, bei mir, beim Leader hier, vom Zombie Cowboys, ist nicht so möglich hier. Ja, 7000 Kämpfer stehen hinter mir, die bereit sind, für mich in GTA zu sterben. Ich glaube, da gibt es nichts zu sagen. Nein. So, Monte traut sich immer noch nicht, gegen mich zu kämpfen. 1 vs 1, ich habe es ihm angeboten. Rache, wegen Agent 007 oder wovor? 007. Nur Black Ops 3 hole ich mir nicht, weil Black Ops scheiße ist. So. Höhe ist erreicht. Und jetzt versuche ich es einfach mal. Das Problem, ich wiederhole die Aufnahme nicht, bis ich es schaffe, sondern ich mache die Aufnahme einmal und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So. Müssen wir nochmal schauen hier. Moin, moin, moin. Und ich springe ab. So, jetzt guckt euch, wie agil das der Leader macht. Ich versuche erstmal in eine stabile Flugposition zu kommen. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus, Leute. Meine Fresse. YouTube Gamescom schafft. Oh. Fuck! Was ist jetzt passiert? Ich war so gut in der Luft. Ihr könnt ja gerne nochmal zurückspulen und das nochmal genauer angucken, aber ich glaube, das war auf jeden Fall eine coole Aktion von mir. Und ja. Speed 553, hey. Yes, Speed, Mann. So. Gut. Feinde gibt es hier gerade keine. Komisch, ich verliere irgendwie Energie. Sieht das auch? Meine Energie wird immer weniger. Wo kommt denn der her? Hat er einen Unsichtbarkeitsglitch oder was? Wo bist du? Ah, da bist du! Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Und den hier. Ja, den hier. Den schicke ich dir von Agent 007 oder Woffer persönlich. Perfekt! Da liegt er am Boden, der Bulle.
Oh, jetzt hat er seine Freunde mitgebracht. Ah. Ihr wisst ja, die Feinde sind die Polizisten hier in GTA. Oh. Naja, egal. Zerstörung können wir in GTA auch machen. Wir haben ja einen Baseballschläger. Oh, wir können verschiedene Blickwinkel machen hier. Dieser Blickwinkel hier, das ist der jetzt, sag, boom. Toll. First Person. Ich spiele gar nicht mehr so oft in First Person. Weil diese Perspektive hier, die normale Perspektive, viel besser ist. Und man sieht den ganzen Charakter, als wenn ich jetzt hier so, so spiele. Aber guckt einfach mal an hier. Wir können hier... GTA ist schon ein geiles Spiel, muss ich wirklich sagen. Yes. Zombie Cowboys. Wie kann man da nicht beitreten? Wie kann man unseren Clan nicht beitreten? Wir sind kriminell, wir haben Sprengstoff, wir haben Waffen, wir haben, wir machen Clankriege gegen die Polizisten, gegen Prostituierte, und gegen alle anderen, die uns, in den Weg kommen hier. Ja? Unsere Aufgabe, unser Ziel ist es, alle Clans in GTA zu vernichten. Und dass nur noch Zombie Cowboys hier ist. Ja? So läuft die Geschichte hier. Und wenn wir einen Polizisten in GTA sehen, dann wisst ihr, was ihr tun müsst. So. Da vorne hat jemand Passivmodus reingemacht. Wie lange habe ich schon aufgenommen? Achtung, Monstersand, Monstersand, Monstersand. Da, 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 da. Ach, herrlich. Ich liebe es. Ich fordere dich heraus. 1 vs. 1. Komm. Ach, auch noch unbekannt hat Kopfgeld ausgesetzt. Warum hast du Passivmodus drin? Was soll das? Hast du Angst, gegen mich zu kämpfen? Hier spricht der Leader von den Zombie Cowboys. Ich fordere dich heraus. Ich bin der Chef von 7000 Mitgliedern in ganz Europa. Wir haben einen offiziellen YouTube-Channel. Das wollte ich auch nochmal sagen. 7000 Mitglieder und wir haben schon eine Menge Abonnenten auf YouTube. Und da bin ich schon richtig stolz drauf. Mach mich einfach stolz. Vielen Dank. Ihr seid die besten Abonnenten der Welt. Haut rein, bis dann und ciao.